Am Donnerstag, den 23. März 2017, war es endlich soweit. Volker Hammel und sein großartiges Jugendbüroteam haben ihr neues Zuhause mit vielen Gästen feierlich eingeweiht. Dazu gehören ein schönes neues Logo, größere Räumlichkeiten, viele neue Möglichkeiten und vieles, vieles mehr, worauf sich ganz Ramstein-Wiesenbach und Umgebung freuen darf. Vertreter von Schulen, Polizei und Politik waren der herzlichen Einladung gefolgt und waren gespannt zu erfahren, wie denn überhaupt mal alles begonnen hatte. Musikalisch wurden wir übrigens von den Schülerinnen und Schülern vom Reichswald-Gymnasium begleitet. Ralf Hechler, Paul Juncker und Volker Hammel ließen Revue passieren, wie das Jugendbüro vor vielen Jahren überhaupt mal entstanden war. Paul Juncker war derjenige, der als Sozialdienstleiter dafür geworben hat, mit Volker Hammel den Jugendtreffen Hütchenhausen zu starten. Dann ist er in die Verbandsgemeinde, da gab es viele Diskussionen, ob das überhaupt Sinn macht, ob das zeitgemäß ist, wer braucht denn sowas. Vielen Dank erstmal all den freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern. Ich denke, das ist keine Selbstverständlichkeit. In einem Ort mit über 73 Nationen, hier in diesem kleinen, beschaulichen Ramstein-Miesenbach, leben wir, das sage ich immer gern, gut und sehr, sehr gut miteinander und nebeneinander und gemeinsam ohne Streit und ohne große Auseinandersetzungen. Ich denke, das ist Verdienst dieses Jugendbüros. Aber ich muss sagen, bei uns ist es in Englisch gesagt easy going. Und wer hierher kommt und mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Unser Schmelztiegel, unser Bindeglied ist eben das Team des Jugendbüros. Ja. Mit vielen Zeitungsartikeln erzählte Landrat Paul Juncker ein wenig aus dem Nähkästchen. Probleme heranwachsen er recht gut. Seine Arbeit in der Gemeinde wird deutlich über die Leitung des Jugendtreffs hinausgehen. Hammel will Ansprechpartner der Jugendlichen sein, beraten, informieren und Angebote machen. Hammel denkt beispielsweise an Aktivitäten während der Schulferien, an Hausaufgabenbetreuung oder an regelmäßige Programmangebote. Dazu soll zunächst die Situation der Jugendlichen in der Gemeinde durch Gespräche mit ihnen sowie mit Vereinen, Schulen und Kirchen erfasst und ausgewertet werden. Ich erinnere mich auch daran, er hat auch zum Beispiel Streetworker hier an Land gezogen, so die klassische mit langen Haare, mit Lederhosen, mit Hund, mit allem, wie man das so kennt. Auch die hatten wir hier in der Verbandsgemeinde. Vielen, vielen Dank, lieber Volker Hammel. Und danke an die Verwaltung, an die Bürgermeister beigeordnet, dass ihr das alles so unterstützt. Vielen Dank. Auch der Leiter des Jugendbüro, Volker Hammel, hatte einiges zu erzählen. Gleich zu Anfang. 1998 kannte ich nicht einen Menschen aus diesem Raum. Und da hat einer zu mir gesagt, fahr mal nach Ramstel. Da gibt's jetzt den Hechler. Und so haben wir beide uns als allererstes in diesem Raum gesehen. So ist das, ja. Menschen können ja Türe zumachen, Menschen können öffnen. Und wenn Türen öffnen, dass man neue Räume hat, die man betreten kann. Wir gehen aber auch zu ihnen, wo sie wohnen. Wir machen Hausbesuche. Auch das gehört zu unserer Konzeption. 30 Leute, die an verschiedenen Stellen ehrenamtlich tätig sind. Das ist einfach genial und man kann euch allen nur da immer wieder danken. Ein großer Dank gilt auch vor allem den zahlreichen unermüdlichen Ehrenamtler und fleißigen Helferinnen und Helfer von und um das Jugendbüro herum. Während das kulinarische internationale Buffet eröffnet wurde, habe ich mir mal zwei engagierte junge Frauen ans Mikrofon geholt, um etwas mehr über sie und ihre Arbeit zu erfahren. Ich bin die Rebecca Reinheimer, bin 27 Jahre alt, komme aus Hütchenhausen, schaffe jetzt seit 4 Wochen hier, bin an 3 Vormittagen hier und 2 Nachmittagen bin ich aber an der Realschule, an der Ganztagsschule. Ich bin Denise Dipcinoglu, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Ramstein. Ich mache meinen Bundesfreiwilligendienst im Jugendbüro und bin seit letztem Jahr Sommer hier. Ja, wann haben wir denn angefangen? Letztes Jahr, das war kurz nach dem Sommer, kurz vor dem Winter, Herbst so ungefähr. Und ja, wir waren jeden Tag von 8 bis um 4, waren wir meistens, manchmal haben wir auch Überstunden gemacht. Aber ja, es war einiges an Arbeit gewesen mit Streichen und mit den Wänden kleistern und mit den Tapeten und ach Gott, sehr viel. Sehr, sehr viel. Aber wir haben es gut hingekriegt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Sehr sogar. Also ich finde, es war sehr nötig, gerade wegen dem Deutschkurs, den wir hier hatten, war immer im Jugendbüro alles voll. Wir hatten kaum Platz mehr, weil immer mehr Leute kamen. Also gerade wegen dem Deutschkurs, das war extrem gewesen. Oder auch wenn wir Veranstaltungen gehabt haben, da mussten wir immer gucken, wo wir was hinkriegen. Aber jetzt, wo wir einen Veranstaltungsraum haben,
ist auf jeden Fall viel, viel besser. Ja. Ich finde es sehr, sehr wichtig, weil gerade ich bin neu hier und ich habe hier so viel nette Familie kennengelernt, so viel Herzlichkeit, dass man von vielen nicht kennt, weil es sind oft von vielen Vorurteile da. Ich finde, das müsste man hier einfach komplett abschalten. Die Familie kommen hierher, die lernen Deutsch, die wollen arbeiten, alles und sind so herzlich. Also ich finde das super, dass hier so viel geholfen wird und alles, ja. Auf jeden Fall. Also die Familien versuchen wirklich auch alles zu machen. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie manche Leute so Vorurteile haben können. Ja. Weil man sieht es jeden Tag, wie sie bei uns reinkommen und fragen, ob wir ihnen helfen können mit Arbeitssuche oder gerade mit dem Deutschkurs. Man merkt, dass sie sich wirklich sehr anstrengen, um hier zu bleiben. Oder auch, wenn sie Hilfe brauchen, weil sie noch nicht so gut Deutsch sprechen, dass mir für die irgendwo anrufe und so, ja. Auch gerade mit dem ganzen Papierkram vom Jobcenter und Arbeitsamt und was weiß ich, oder mit den Deutschkursen. Also hier gibt es Familien, die haben letztes Jahr hier angefangen und die sprechen im Moment so gut Deutsch und haben auch schon Arbeiten alles gefunden. Das ist echt schön, einfach diesen Fortschritt dann zu sehen. Also es ist sehr wichtig auf jeden Fall. Auch habe ich eine sehr nette Familie aus Hütchenhausen sowie ihre Betreuer kennenlernen dürfen. Hallo, ich bin Nada, ich komme aus Afghanistan. Und ich bin 8 Jahre alt und das ist meine Mama und das ist mein Papa. Wir sagen von Volker und helft mir und von allen Ausländern, das junge Büro ist ein sehr gutes Büro. Ja, ich gerne lernen Deutsch, ich muss lernen und ich gerne bleiben in Deutschland. Ja, also ich finde das ganz toll, dass wir die Möglichkeit haben, da ehrenamtlich den Menschen hier Deutsch beizubringen und auch privat ein bisschen mit denen Kontakt zu halten. Ich bin allerdings traurig darüber, dass hier zu wenig über die allgemeine Flüchtlingspolitik geredet wird. Da finde ich, wird hier auf politischer Ebene zu wenig gemacht. Deutschland ist ruhiger Land. Alle Leute sind gute Leute und alle Menschen. Und wenn wir wohnen in Hutchenhaus, Hutchenhaus-Leute, alle sind gute Leute. Ja, ihr Lieben, ihr habt es gehört und gesehen, dass es machbar ist, Menschen zu integrieren und zu fördern. Man muss es eben nur selbst wollen und mit anpacken. Anfang April geht es direkt weiter mit dem nächsten großen Highlight im Jugendbüro, nämlich der Jugendschutzwoche. Mehr dazu folgt in den nächsten Tagen. Bis dahin, euch eine gute Zeit.